Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Beat Shop. So, heute geht's mal um das, was ich euch versprochen habe. Für 40.000 Abos. Ich habe für 40.000 Abos versprochen, dass wir uns den Volvo angucken. Wir haben hier einen Volvo 850. Dieser Volvo hat bei einer Probefahrt uns in den Arsch getreten und uns geärgert und hat gesagt, ich habe keinen Öldruck mehr. Wir haben ihn nicht festgefahren. Wir wissen nicht, was mit dem Auto ist. Der Wagen, der hat 580.000 gelaufen. Glaube ich, war so viel, ne? Bin ein bisschen unsicher, das ehrlich. Wie viel? 550 oder 580? Oder Schüttel passt nicht. Doch, Glück gehabt. Der ist ein bisschen kratzig. ZV hat auch Bock. Das ist schon mal ganz cool. Auf jeden Fall wollen wir den Kollegen müssen wir jetzt reinschieben. Der hat keinen Öldruck gehabt bei der letzten Fahrt. Und wir würden jetzt anmachen, dann fahren wir wahrscheinlich Fritte. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir müssen die Ölwanne abbauen. Ich habe einen Verdacht, wie weit er eigentlich, dass das Ölwannensieb eventuell dicht sitzt oder die Ölpumpe Schrott ist. Weil wir wollen ein Auto, das 580.000 Kilometer gelaufen hat in seinem Leben oder 560, keine Ahnung, Mann. Wollen wir halt nochmal ein Leben ermöglichen. Kriegst du den Gang raus? Und dann wollen wir mal auf die Bühne nehmen und mal Ölwanne abbauen. Wir gucken uns das mal an, weil wegschmeißen tut man sowas nicht. Der Wagen ist in ziemlich gutem Zustand sonst. Problem ist wirklich nur dieses, wie soll ich sagen, dieses eine Problem ist halt das Problem, dieses Ölrohrproblem. Und Auspuff. Aber da haben wir ja. Deswegen. Fenster hat keinen Bock oder was? Nee. Ja, scheiß Batterie zu schwach. Aber für Lüftung reicht. Lüftung geht? Ja. Die war voll kaputt. Ja. Cooler Tausch eigentlich. Fenster gegen Lüftung? Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Fenster heile machen ist weniger Arbeit. So, jetzt packen wir den mal auf die Bühne. Geht das? Ja, ne? Ja. Und wir checken den mal eben durch und gucken mal, was mit dem Auto ist. Weil das geht mir auf den Sack. Das Auto steht ja schon Ewigkeiten hier auf dem Hof rum. Und wird ja auch nicht besser dadurch. Und es muss ja mal irgendwann mal gemacht werden und angepackt werden. Und ist auch ein wichtiges Auto für den Autohandel tatsächlich, weil wir ja verkauft werden. Und Schrott verkaufen wir ja nicht. Oh Wunder! Bis gleich! So, während Gordon jetzt den Mazda, den Volvo anbockt. Und wenn wir da untergucken, wie die Ölwanne verbaut ist, weil die Ölwanne muss unterweg. Es kommt kein Wenn und Aber muss. Packe ich diesen Mazda mal eben ein. Es gibt einen kleinen Unterschied, was war Puste, Alter, von der gerade eben von der Schieberaktion. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied jetzt zu dem Thema, wie er vor ein paar Tagen da war. Er hat jetzt neu TÜV, hat er funktioniert, kein Problem. TÜV war super, gab es nicht zu meckern. Und ich habe ihn poliert. Seht ihr es? Diese ganzen Schlieren vom Lachs sind alle weg. Einmal ganz grob poliert, der ist natürlich scheiße lackiert, der Wagen. Manche stehen mit Dose und sowas. Sieht nicht so mega geil aus, das Auto tatsächlich, auch vom Lack her. Aber es sieht jetzt wieder ansehnlich aus. Es sieht nicht mehr so mega scheiße aus, finde ich. Ich mag die Schürze halt nicht, aber die ist halt Geschmackssache. Kennzeichen ab, wird morgen abgemeldet, das Auto. Morgen früh auf dem Termin. Und stehen wir dahin. Und dann kann der in den Verkauf. Jetzt sind wir die beiden MX-5 bald schon wieder los. Ich glaube sogar, das geht relativ fix. Mal gucken. Weil wir die ja gar nicht mal so teuer ansetzen. Ne? Diesen setzen wir an für 3,6. Und den da hinten setzen wir an für 4,2. Nicht. Das ist für die Zustände von den Autos relativ fair. Also der Markt, den ich gesehen habe, also von Händler, haben wir die günstigsten. Also Privatmänner gibt es teilweise ein bisschen billiger, aber wir sind der Händler. Dementsprechend haben wir ein bisschen anderes Gedingse. Wissen, was ich meine. Eins, was schade ist, dass meine Prüfstelle, wo ich bin, die hat jetzt 2 Tage Urlaub. Wir haben heute Donnerstag und der hat morgen Urlaub auf dem Freitag und auf dem Montag haben sie Urlaub. Also habe ich Arschkarte. Das heißt, ich kann den Golf nicht so einen TÜV fahren. Den will ich auch gerne mal TÜVen jetzt. Dann haben wir schon den Platz schon vorne voll. Also einfach ist das halt nicht. Das hatte ich gerade einen Kunden da gehabt. Ne, ein bisschen erklärt, ein bisschen gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie... Der wirkt so ein bisschen so, als hätte er nur schnacken wollen. Man kennt ihn. Den Typen, die kommen da an, sind einsam und Ewigkeiten schnacken. Ich habe ihm den Wunsch ein bisschen erfüllt und das war gut. So, zum Thema Volvo. Volvo ist auf der Bühne. Ne? Gordon ist mit dabei, die Schrauben von der Ölwanne zu lösen. 3,5 Schrauben hat er ja schon, ne? Ja. Wisst ihr den? Pack doch hier die Achobohrmaschine und dann hier brrr, brrr, brrr. Kein Bock, ne? Eher oldschool. Wenn die Ölwanne nachher ab ist, mal kurz gucken, wie das Ölsieb aussieht. Weil Öl ist runter. Wir haben bisher, wo ist unser Eimer voll Öl? Wir haben extra einen Eimer reinlaufen lassen. Da. Damit wir nämlich später das umfüllen können. Dann können wir nämlich in die Ölwanne packen wir da ein Dingsen rein. Ein Zewa, ein Filter oder irgendwas. Und dann kippen wir das da einfach mal rein und gucken, ob da Späne drin sind. Bin echt gespannt. Die voll scheiße gelöst, ne?
Ja. Für euch mal eben die Ölwanne, die liegt, hier ist eine Leitung und hier ist ein Längsträger. Und liegt die natürlich jetzt genau drauf, seht ihr? Komplett. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit jetzt, dieses Ding hier abzuheben. Überhaupt nicht, keine Chance. Aber interessant ist die Tatsache, dass der Ölfilter von dem Auto an der Ölwanne festsitzt. Also das heißt, die kann man wahrscheinlich nur gerade runterziehen. Auf so Seitenlässe oder irgendwas gibt es wahrscheinlich nicht. Das heißt, egal was wir tun, die Leitung muss weg, diese hier. Und wahrscheinlich ist die wahrscheinlich wieder ganz oben verschraubt, wo man nicht rankommt. Ja. Hat einen Scheiß. Was soll ich erzählen, Freunde? Leider musste ich ein bisschen spät in dem Volvo anfangen gewesen jetzt. Es geht halt morgen weiter. Ne? Ich fahre jetzt gerade nach Hause und eine Probefahrt währenddessen mit einem Plastikauto. Manche alte Zuhörer kennen dieses Plastikauto. Audi A1. Was soll ich erzählen? Nochmal zu dem Thema. Ja? Also Volvo, Ölwanne ist halb ab. Aber um die Ölwanne abzubauen, muss man die Hydraulikleitungen komplett demontieren, die zu dem hier Dingsen gehören, zu der Servolenkung. Und das ist gar nicht mal so einfach. Das ist gerade so ein bisschen Quälerei. Ne? Aber weil Quälerei ist ja Gordons Fachgebiet, deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Nee, ich muss halt. Weil 17 Uhr, 17:03 hat das Ding drin. Und 17 Uhr habe ich Feierabend halt. Das ist halt meine normale Feierabendzeit. Sonst wäre ich zu Hause geköpft. Und morgen ist kurzer Tag. Morgen ist Cine-Tag. Das heißt, wir werden, denke ich mal, morgen herausfinden, warum der Volvo ein Arsch ist. Denke ich wenigstens. Mal gucken, was kommt. Das heißt, ihr seht mich gleich wieder. Bis später. Weil Video beenden wir jetzt ja nicht nur, weil der Tag vorbei ist. Aber Fakt auf jeden Fall ist, ihr seht mich erst morgen früh wieder. Bis später. Bis dann. Und Fahrrad. Und scheißegal. Voll am Springen, Alter. So, Freunde, heute haben wir den Tag der Parallelbaustellen. Pass auf. Also, es ist ja ein anderer Tag, aber selbe Video, ne? Also, was soll ich erzählen? Ihr wisst ja, der Volvo, da sind wir gerade dabei. Also ein paar Tage später jetzt, wir haben hier ein bisschen was zu tun. Gordon zum Beispiel hat sich erstmal die Ölwanne sauber gemacht von dem Volvo komplett, dass sie wieder ordentlich aussieht. Das Ölpuppensieb gereinigt und sowas, da kann die nachher wieder unter. Timo ist wieder an unserer NSR bei. Und hier verpasst ihr so ein bisschen hier okay. Den letzten Schliff. Das ist immer die Lackierung, ne? Alle möglichen Farben der Himmelsrichtung hier. Alles, was geht. Ne? Volvo-Baustelle seht ihr hier, ist noch verlegt, Ölwanne ist noch ab. Die Leitung mussten wir abflexen, das war leider nicht der Knaller, aber konnte man nicht ändern. Das Gute daran ist, den guten Hammer hat er wieder Harry mitgenommen, den Vorschlaghammer. Den wollte ich zuerst gar nicht geben, weil ich dachte, den sehe ich eh nie wieder. Vorschlaghammer haben wir echt? Ja, einen habe ich. Hinten steht ein Bello in der Ecke. Hätte gehofft, ich kann mit einem normalen Hammer trösten, ging aber nicht. So, und ich habe auch eine Baustelle tatsächlich. Ich will heute mich in den LT beschäftigen. Ne? Das heißt, heute geht so ein bisschen was hier ab, weil es ist ein Samstag, ein geschäftiger Samstag. Und hier, das hier ist ein Schokzug vom PKW, dieser hier. Ganz normal vom Golf. Baugleich habe ich einen Golf 1 tatsächlich drin. Und den will ich tatsächlich in den LT verbauen als Leerlauferhöhung, damit wir dieses Bauteil, was da hinten ist, brücken können. Ja, sonst haben wir noch eine Baustelle. Hinten ist der Kevin. Oh, heute ist wirklich eine Baustelle. Ne? Kevin mit seinem Audi. Ich habe hier ein bisschen Rostbekämpfung. Ja, er hat gerade sein Rostbekämpfungsprojekt, weil er hat nämlich Rost am Radlauf. Hat gefragt, ob er das hier pinseln darf. Ich bin zu Hause, zeigen Sie mal an. Hier Rostbetüdelung. Was gesagt? Oh, hier ist schon mal versiegelt worden. Siehst du das? Hier ist schon mal Schmier drauf. Ja. Merkst du das? Ja. Warst du gerade eben, ne? Ah, okay, jetzt sind neue Hände. Sorry. Mach mal vorher mit Schleifpapier den Rost hier weg. Du kannst den Rost nicht lassen. Ich habe ja nicht, wenn ich den jetzt komplett abschleife, ich weiß nicht, wie viel ich im Lackstift noch drin habe. Wie viel ist noch drin, Lackstift? Was denkst du? Ich habe blaue Hände. Ich denke, oh, was ist das so nass? Ist ja versiegelt worden, so, weißt du so? Also kann es halt weiter, ne? Du kannst es nur eine Zeit lang heile machen, das gut aussieht, aber es kommt wieder, ne? Aber ich glaube auch, dass der Rost bei dem Kotflügel hier von innen kommen wird. Irgendwie in die Kante, und dann kann man da von innen nach außen weg. Also wahrscheinlich wirst du früher oder später mal einen neuen Kotflügel brauchen. Ja, die Frage ist, wo kriege ich einen her? Ja, nicht jetzt, ne? Jetzt ist ja egal. Dann würde ich sagen, mal das einfach mal über, dass es wieder gut aussieht, und dann gucken wir uns das mal irgendwann mal im Sommer an, wo wir ein bisschen Zeit und Luft haben. Und momentan nicht so hart auf Autohandel sind und ja, so wichtige Projekte haben. Ich weiß, ich wollte nur ein bisschen drüber reden. So sieht scheiße aus. Ja, ist klar. Dann mal doch mal eben, mach ein bisschen sauber, wie schon hast, malst das hier fertig. Dann sieht erstmal wieder repariert aus. Weil sonst hat er ja eigentlich nichts der Audi. Das steht ja richtig gut dran. Wir sind B3, in 2 Liter war das, ne? 1,6 hat
kannst auch reingucken. 1,6er Vergaser, ne? 1,6er, der kannst auch ruhig von innen zeigen, der hat erst 116.340 gelaufen. Was bei dem Wagen interessant ist, ist die Tatsache, dass der hier keine hängenden Türpappen hat. Kein hängender Dachrümmer hängt ein bisschen, aber für Audi 80 ist es erstaunlich gut. Normal hängen die immer runter. Wie gesagt, erste Hand, Rentner. 2200 Euro bezahlt. Wenn du jetzt im Internet guckst, stehen die für 4 bis 5 drin. Weil da hast du Haargutachten drauf, ne? Ist auch nicht schlecht. Aber andersweilig kannst du wieder abmelden. Das ist ein Vorteil dadurch. Das ist ein Nachteil für dich, das Haar, weil du kannst den Wagen ja als... Das Haar ein Nachteil, aber wenn du den später verkaufen willst, das ist ein Vorteil. Das ist wieder ein Vorteil, ja. Achso, du willst ja nicht verkaufen, du willst ja fertig machen wieder. Nee. Deswegen, dann schnapp dir mal da einen Pinsel, dann male die Kiste mal richtig an. Ein bisschen ordentlich, da, wenn du was brauchst, ich bin hinten beim LT. Mach das meine wenn ich was brauche, melde ich mich. Ganz genau. Was sein könnte hinten die Boxen in der Rutablage sind im... Brötchen. Das ist ein Brötchen. Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Baustelle. Aber es frisst sich ja nicht auf. Das ist ja nicht so schlimm. Magnatboxen drin. Eigentlich voll cool. Kann man eigentlich nicht meckern. Kabel sind aber dran. Zwei Stecken. Da ist ein Kabel. Da ist ein Kabel. Da ist ein Kabel. Ich denke mal, im Radio liegt das wahrscheinlich. Also angeschlossen sind sie auf jeden Fall. Aber tun nichts. Komisch. Da muss man sich mal angucken, aber mit Zeit halt. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Schleppwagen voneinander kriege. Dass der erstmal wieder seinen Job macht. Ja, ich habe ja auch hier meinen. Wie hast du denn einen? Willkommen fahren. Hast du okay. Auch nicht mit gerechnet, ne? Ich bin die Arbeitsklappe auch da angezogen. Ja, das war Kevin aber normal. Bei Kevin hast du immer irgendwelche Scheiße. Deswegen habe ich gedacht, Max, fährst du eben zum Max, machst das schnell da, da wirst du auch nicht angeschissen. Ich sag, das ist wirklich so. Sein Anhänger ist auch der Hammer. Der hat seine Rolli drin. Hier mit Langneser Eiskarte und mit Gartenzwergen auf dem Dach. Das hat echt nicht jeder. Und die Spackschrauben von innen einfach so durch die Decke durch. Von innen, weißt du? Das Geilste ist, von innen. Ja. Mit zwei Spackschrauben gekommen hat. Dann eine Mutter drauf. Ach, lass mich mal raten. Da war eigentlich mal ein Gartenzwerg drauf. Deswegen die beiden Spackschrauben. War eigentlich mal ein Gartenzwerg. Hier ist, doch der Fuß von dem Gartenzwerg. Das ist ja das, was ich meine. Die komplette meine Nachbarschaft reißt mir den Max-Feature-Aufkleber in der Frontscheibe runter. Die rupft mir am Anhänger rum. Alter, echt? Die reißen die... Kratzer in mein Dein Nachbar? Auto. Echt jetzt? Ja. Dein Nachbar machen dir ein Auto kaputt. Die kannst zeigen, die knibbeln mir vorne an der Frontscheibe den Aufkleber ab. Das ist ja Sauerei. Alter, das ist aber echt eine, Alter, komm mal ohne Scheiß jetzt. Ich meine, als ob du nicht schon genug Probleme hast, ne? So im Alltagsleben, ne? So irgendwelche Leute können mein Auto kaputt machen. Und hauen mir Kratzer rein. Ich muss eh schon gucken, dass ich den gehalten krieg, dass ich ihn nicht verkaufen. Ja, ja, ist eng. Muss. Und dann kommen noch irgendwelche Vollidioten, Entschuldigung, das wird auf YouTube bestimmt nicht gut ankommen. Kommt nicht ganz so geil. Aber ist egal, also wenn jemand was gegen Menschen mit Behinderung hat, die so ein Hobby ausleben wie Max und ich, dann zeig den Leuten den... Ja, ja, echte Sauerei. Aber du, Kevin, einfach weitermachen, anders geht's ja nicht. Guck mal, zack, zack, zack. Für den TÜV müsste hier auch der Rost dann... Ja, für den TÜV müsste er gemacht werden, ne? Also der sieht echt nach Arbeit aus, der Anhänger. Wie lange dann noch TÜV? Muss er denn... Kannst gucken, kannst die Klappe holen. Der muss dieses Jahr... 8.22. Hier müssen wir mal abklopfen, das Ding. Weil das ist nämlich so ein bisschen... Der ist schon ziemlich gerammelt, ne? Der ist schon 1000 Jahre alt. 52 Jahre alt. Baujahr 69. Das war bei dem ist halt so ein Viehanhänger gewesen, so ein Schweineanhänger. Und ich habe den als Rollstuhltransport Geräte. Mein Rollstuhl ist beim Straßenverkehrsamt als Sportgerät. Als Sportgerät? Ja. Geil. Damit ich keine Steuern bezahlen muss, habe ich auch dieses grüne Kennzeichen. Habe ich gesehen, das ist schon ganz geil gelöst.
Ja, aber hilft mir nicht viel, wenn das Ding unter den Arsch weggammelt, ne? Also ich sag mal, ich guck mal im Restaurant unter. Also mega sexy ist er nicht mehr, ne? Der hat schon seine Probleme und der Reifen ist auch schon uralt. Ah, Platte unten ist super. Die ist aus Alu umgebaut worden mal. Und die Reifen, wie sehen die aus von... Ach du Scheiße. Ah, Reifen sind grenzwertig, aber die gehen vielleicht noch einmal, ne? Für den TÜV. Rumliegen? Ne, solche Reifen habe ich nicht liegen. Sowas habe ich nicht. Was ist das für ein Reifenmaß? 100. Scheiße. Nakang-Reifen sind das. 175 R13. Ja, da können wir auch Golfreifen draufschmeißen, ne? Ja. Die sind schon ziemlich alt auf jeden Fall. Die müssen bald neu. Ich weiß nicht, ob die für den TÜV noch gehen. Kommen auf den TÜV an, aber die sehen wirklich so aus, da. Wenn du hinfährst zu deinem TÜV, bestimmt. Aber der ja, Mein TÜV ist aber auch pingelig, du. Mein TÜV, der ist ja auch normal. Ich hab ja auch keinen Wunder-TÜV, weißt du? Aber die Optik ist eigentlich schon geil, so wie ein. Aber der ist halt sehr rattig, ne? Der hat jedes durchgefaulte Holz haben sie halt durch ein Blech ersetzt. Das hab ich bei meinem Anhänger auch so gemacht, tatsächlich. Was ich halt vorhab. Die Eiskarte ist geil. Von innen noch hier oder von außen dem vielleicht Riffelblech, also wie der Boden ist. Ist teuer, richtig, das kostet ja, Schweinegeld. Ist Schweineteuer und. Ich habe meinen Abschleifwagen überlegt, dieser Seiten das Riffelblech zu machen. Da wäre ich schon bei 500 Euro für Riffelblech. Zu teuer. Dann mache ich lieber gurkig, weißt du? Malen lieber noch einmal ein bisschen schwarz an oder was? Bisschen schleifen und dann ist gut. Ne? Das geht das nicht. Wenn ich schwarz hätte. Aber Substanz geht noch, Kevin, ne? So schlimm ist der gar nicht. So, mal eben zum Thema Volvo. Nicht anfassen, ist voll. Nicht umkippen, ist voll mit Bremsen. Voll mit Zeugen, ne? Mit stimmt, sehe ich. Ja. Ach du Scheiße. Das ist schön sauber geworden jetzt, ne? Aber da ist richtig, also hinter dem Ölklieb ist richtig Ölkohle drin. Ich hab hier mit diesen hier versucht, das da durchzugehen. Ja. Was willst du machen sonst? Geht nicht anders. Guck mal, wenn du jetzt hier guckst, hier seht ihr, ist alles sauber gekratzt schon. Der ganze Wagen ist komplett voll mit Ölschlamm. Also mit hier Ölkohle und. Daran sieht man, entweder zu billiges Öl gefahren oder kein Ölwechsel. Alter Schwede. Ne? Sieht hier nicht aus, als sind die Pleuellager hier. Die haben gerade schon alle gewackelt, ob die Spiele haben. Die sind aber alle in Ordnung. Also wir könnten natürlich auch ausbauen und jetzt checken. Aber ich gehe davon aus, wenn nachher Öldruck hat, macht da keine Geräusche und wir gut laufen. Ne? Ich glaube, das können wir uns sparen, die Nummer. Ach du Scheiße. Das ist alles so dermaßen voll. Aber interessant ist, dass er im Werkhaus keine Ölwanddichtung hat. Ne? Ja, haben viele. Also ich kenne das oft. Von ja? Also bei Toyota gibt es oft, dass sie nur mit diesen Paste. Echt? Ja. Ich, das war auch keine Paste dran gewesen. Wenig, ein bisschen. Ja, ein bisschen, war was dran? Ja, ein bisschen. Du musst überlegen, Mercedes hat sogar Plastiköl waren unter. Ja, Mercedes ist eine andere Welt. Das ist halt, die halten aber nicht so lange wie die, ja. Deswegen, aber es war krass, dass sie so lange halten. Aber wie gesagt, wir machen jetzt alles ordentlich sauber. Die Ölwanne sprühen wir nochmal durch, jetzt richtig. Und dann kommen die Kiste zusammen und dann machen wir noch eine Ölspülung. Ich habe hier noch so eine Lykymoli-Ölspülung liegen. Die war mal ewig in einem Fanpaket drin. Ich habe die vorhin noch in der Hand gehabt. Die flog hier irgendwo noch rum. Auf jeden Fall haben wir eine Ölspülung. Die kommt da drauf. Hier ist sie. Die da kommt drauf mit neuem Öl. Dann lassen wir ihn ein bisschen mitlaufen. Hoffen wir dann noch Öldruck, wenn wir ihn laufen lassen. Und dann machen wir das Öl wieder runter und machen wir richtiges Öl drauf. Und dann ist der Motor wieder richtig sauber von innen. Weil der muss gemacht werden. So kann man den Wagen nicht... Aber einer wäre jetzt der Moment gewesen, hätten viele weggeschmissen, glaube ich. Viele. Weißt du, so hier 580.000 gelaufen und kein Öldruck. Haben sie alle geschrieben, der Motor ist Fritte, in den Kommentaren. Ja, der ist nicht Fritte. Ich habe euch gelesen, der Motor ist platt und hier Scheiße und da Scheiße. Der ist nicht platt. Glaube ich nicht, der wird laufen. Der läuft, der hat auch gleich Öldruck. Die wird Öldruck haben. Beim Spülen schon hat der Öldruck, ja. Bin ich mir ganz sicher. Alter, so wie das Sieb aussah, ist doch kein Wunder, warum die Ölpumpe nicht ansaugen konnte. Hast du mal eine Ölpumpe rumgeprügelt, wie das da drin aussieht? Nicht. Für die nächste Baustelle, was hieß ist das Loch von der Ölpumpe? Geht muss aber. Das sein, hier muss eigentlich da reingehen irgendwo. Ja, hier. Da. Ja, oder da. Eins von den Löchern halt. Ich bin gespannt. Dann mach mal weiter. Ich versuche mal an meiner LT-Baustelle ranzugehen. Weil gerade haben wir noch Kunden gehabt. Hatte ich gerade eben wieder Kunden gehabt. Und hatte ich gerade noch Kevin gehabt. Also irgendwie komme ich heute zu nichts. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ne? Der Leerlauf kann so nicht bleiben von dem LKW. Voll am Rauchen. Das heißt, wir machen erstmal die künstliche Leerlauferhöhung. Das ist der erste Schritt jetzt. Die klemmen wir jetzt erstmal ab. Oha. Hat ja mal keinen Bock, die Hydraulik. Dann kann es ein bisschen dauern. So, Schritt 1.
jetzt leider, was ich vorhabe. Mein Ziel ist jetzt folgendes. Der LKW hat ja eine hydraulische Leerlauferhöhung. Deswegen braucht die Hydraulik so lange. Das ist halt ein Problem, was wir halt haben mit dem Ding. Und ihr seht jetzt hier hinten dieses Ding hier. Und dieser hat ja so einen automatischen Hebel. Und der zieht sich immer an, um den Leerlauf von dem LKW zu erhöhen, wenn die Hydraulik läuft. Damit die schneller läuft oder überhaupt läuft. Weil der braucht ein bisschen Drehzahl dafür. Ja, und ich muss jetzt diesen Zug hier erstmal ein bisschen lösen, damit diese Scheiße nicht mehr angeklemmt ist, weil ich mir nämlich eine Brücke dafür baue, im LKW selber, wo ich den mit einem Schokzug oder mit einem normalen Handzug dauerhaft erhöhe. Und das ist das Problem nämlich erledigt und wir können immer den LKW, den Leerlauf so einstellen, wie er kommen muss oder wie er kommen soll. Und das ist so die Idee, die ich habe. Oder heißt die Idee, die auch Ideen. Ist halt beim VW MAN auch so, zum Beispiel bei den größeren LKWs, den Abschleppwagen und so, haben die es halt so gemacht, dass man da halt hier, dass man das halt sozusagen so basteln kann, dass die Hydraulik immer gut funktioniert. Da ist ein Schlitzschrumpf hier vom Fahrrad rüber, geht aber trotzdem. Und dann machen wir das Ding mal eben ab. Und dann bauen wir den ganzen Deckel mal eben ab vom Motor und gucken mal eben, wie wir am besten den Schokzug da reinlegen können, dass wir den Gaszug von dem LKW sozusagen damit ziehen können, dass der höheren Leerlauf hat. Und dann ist das Ding wieder einsatzbereit, voll einsatzbereit. In meiner Theorie. Ich weiß nicht, ob es so sein sollte, aber sehen wir ja dann. So, Schritt 1. Gucken wir mal, ist der Leerlauf wieder von dem LKW wieder normal, dass der jetzt nicht mehr so eine mega fette Selbstmordkanone ist. Ja. Er ist nicht mehr so auf. Ich will losfliegen. Er läuft wieder normal jetzt. So läuft er eigentlich immer. Gut, Problem Nummer 1 beseitigt. Ja, Problem Nummer 2 arbeiten wir jetzt dran. Beifahrertür auf, Beifahrersitz hoch und am Motor ran. Sieht eigentlich ganz okay aus, die Bude, ne? Also ist nicht groß an Siffen oder irgendwas. Hinten so ein bisschen ist er halt, ich weiß, dass die Einschusspumpe leicht undicht ist, aber ist die schon immer von dem Auto. Haben die auch öfters mal. Jetzt gucken wir mal, Gaszug ist das hier, was so tüdelig aussieht. Das hier ist der Gaszug, wirkt sich eigentlich alles mit. Das können wir uns auch mal angucken, weil das ist ja auch ein bisschen tüdelig, wenn da so, dass er so mitrutscht. Hä? Andi, das ist der Gaszug. Das hier ist die Geschichte für diese Leerlauferhöhung. Guck, wie ranzig die aussieht. Seht ihr das? Das ist dieses Bauteil. Aber es funktioniert trotzdem. Habe ich ja getestet. Das war das, was Jens gemeint hat. Rein theoretisch können wir unseren selbstgebauten Schokzug hier unten in dieses Loch hier, was hier ist, einfach festschrauben und einhaken. Und schon haben wir das Bauteil eigentlich verbaut. Ich glaube, das müsste funktionieren. Ich baue den ganzen Kram mal hier auseinander, finger den ganzen Kram mal hier raus. Den können wir erstmal hier irgendwo Festkabelbindern, den brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber falls wir nochmal brauchen sollten, haben wir eine Reserve. Dann nehmen wir uns einfach unseren neuen Schok, dieser hier. Und den müssen wir irgendwo auf der Wanne da rauslegen oder auch durch unter den Teppich langlegen, je nachdem. Das sollten aber alle hier hinten irgendwo befestigen. Hier, so dass man ihn hinten so hochziehen kann. Weißt du, ist ja egal, wo der ist. Aber ich habe gedacht, ich packe ihn möglichst nah an den Fahrersitz ran, sodass auch nicht jeder weiß, wo der ist. Das ist so meine Idee. Ja, ich fummel mal ein bisschen. Ich guck mir das mal erstmal an. Aber die Idee wird besser, ne? Geht, ne? Auf jeden Fall kann man so mit denen durch die Gegend fahren. Pass auf! Warte! Funktioniert! Gurkig, aber funktioniert! Aber der lag kein Feststeller. Das war ein Problem. Aber der Aufbau steht da eigentlich relativ einfach auf der Hand. Ne? Jetzt dieses, der Gedanke dahinter. Diese Originalhalterung von dem anderen Zug. Dann geht es halt hier lang. Ich habe sie festgekabelbindert. Dann hier lang, da runter. Und dann geht das halt da lang. Später, als man die jetzt ein bisschen anders, weil die Dichtung noch ein bisschen weg dann da. Dann geht das dann hier. Und dann soll das hier irgendwo mit einer Halterung hängen. So sagen wir mal, moin! Ja, ist da vorne nicht um die Ecke, du. Da. Auf jeden Fall will ich das dann hier vorne so irgendwie ranhängen. Vielleicht sogar einen Halter bauen. Und dann kann man den Leerlauf, den man neben den LKW, den die Hydraulik bedient, steht halt erhöhen. Das ist so die Idee, die ich habe. Ja, ja. So, Kevin, mach mal den Probezieher. Das ist schwer. Warte. Warte. Hier so. Warte, ich krieg ihn nicht. Aber das ist ein scheiß Winkel, wenn du so gehst. Merkst du? Ah, geht auf jeden Fall, ne?
Ich krieg das hin, aber ich steh da viel Scheiße. Das stimmt, die Türmeste war andersrum. Ja, geht doch. So, alles gut. Testlauf Nummer 1. Professionell. Meinst du, das geht? Ja, das geht. Muss. So, jetzt ist er im Nebenantriebsmodus. Muss ich meinen LKW eigentlich wieder bedienen können. Da hab wieder Bock. Ah ja, kann man noch was repariert betüdeln. Und wenn das nicht reicht, kann man ja auch noch mal so ein bisschen an der Leerlaufschraube drehen. Wenn man keine Geduld hat oder sowas, dann kann man noch ein bisschen. Wie schwer eigentlich noch alles? Ah, mehr geht gar nicht. Ah! Warte mal. Ah, mit dem Feineinstellen muss ich noch ein bisschen mehr geben. Das geht aber gleich. Warte, ich stelle noch mal kurz ein und dann ist das Ding ultimativ neuwertig. Und dann haben wir den Zug nachjustiert und ein bisschen gebogen, damit er auch nicht mehr rausrutscht. Und jetzt haben wir einmal noch hoch, weil ich kann nämlich dieses Höhendings, die muss noch einstellen, dieses Absackdings. Da hat die noch ein Drehrädchen für. Man kann nämlich hier noch die Geschwindigkeit einstellen, den Rücklauf. Und dann verstehe ich, wie die Scheiße funktioniert. Ja, siehst du? So kenne ich ihn. Ja, so kenne ich ihn. So läuft er wieder ordentlich. Also alles ein bisschen verkleiden, dass es ordentlich aussieht und nicht mehr scheiße aussieht. Und dann würde ich sagen, wir haben den LT repariert. Problemlos. Das heile jetzt. Ja? Geht jetzt rüber. Ja. Ist wieder in Ordnung, das Ding. Aber ich finde ihn noch ein bisschen langsam, ne? Beim Vergleich hier, ne? Aber ich glaube, die Drehzahl war auch höher gewesen, wo wir den sonst mal am Laufen gehabt haben. Ach so, ist okay. Nee, war nicht höher. Ja, so können wir mal arbeiten, oder? Ja, das müssen wir austesten, ne? Mal gucken, wie es so hält auf Dauer jetzt. Das ist die Winde. Das ist Winde, ja, vor, zurück, hoch und runter, ab der Brille. Ich habe geguckt, dass die Winde dreht. Ich kann mir sowas 2 Tage merken. Spielzeug. So, dann kann ich, wenn ich fertig bin mit meiner ganzen Arbeiten, kann ich halt meinen Leerlauf wieder justieren. Und das ist er hier. Und so kann ich hier nochmal fahren. TÜV! So. Haben wir ein bisschen umgefummelt. Das ist die neue Halterung. Jetzt kann man hier den Standgas einstellen. Ist ein bisschen schwergängiger, damit das auch stehen bleibt. Was geht. Und so kann man das machen. Normale, na, VW MRNs, die größeren LKWs, die haben es folgendermaßen. Die haben hier dann so ein Drehrädchen drin, hier am Atombrett, so, da kannst du dann so drehen. Und das ist so ein Seilzug, der fühlt sich damit auf sozusagen. Damit kannst du dann den Leerlauf erhöhen, aber das kriegst du nicht mehr, das Teil original. Das ist original gebaut, aber keine Chance. Deswegen haben wir unseren Schokzug aus dem Zubehör. Für 14,99. Ich glaube, wir sind ganz gut aus der Sache rausgekommen. So, nehmen wir es aus. Oha. Ah, das habe ich noch vor. Ich darf schon sagen, scheiße, ist Nebenantrieb kaputt. Den Teppich habe ich noch eingehakt. Ah, nee, mein Teppich. Ja, der ist eh schon ziemlich Duden, der ist eh schon ziemlich Fredde. So, was muss eigentlich gehen? So, raus. Rein. Gas, Handbremse. Rein. Perfekt. Öllampe ist normal. Das ist immer noch nicht, ne? Ne? Ist das schon so? Ja, mit der Öllampe ist. Ja. Ne, wieder seit 2 Wochen ist es wieder so. Vorher ging gar nichts. Das geht immer an. Nee, der Zeitlampe war. Nee, der Zeitlampe war alles kaputt. Einfach alles. Und jetzt geht nur noch die Öllampe nicht. Da können wir schon mal mit arbeiten. Schön anfangen. So, jetzt kann der wieder in die Halle zurück. Die Tage mal eben in die Wäsche jagen, das Ding hier.
dann Perlen Rostock machen, vorne an der Kabine. Und eine Sache, die man schweißen muss, habe ich gesehen, an der Sitzschiene links, hier vom Fahrersitz, die ist gerissen. Also ein bisschen Kleinigkeit haben wir noch. Ja, währenddessen ist Hanna noch am Spielen hier mit ihrem Freundin und ihrem fetten Kart. Oh, oh, oh. Einmal platt machen. Perfekt, gleich mitgedacht. So. Ja, Volvo-Thema hier. Gordon ist noch am sauer machen, weil diese ganze Scheiße so halt verschmaucht ist, dass wir es halt relativ ordentlich haben wollen, damit die Kiste auch wieder eigenermaßen läuft. Ja, das ist der Plan. So. Kevin hat auch so eine Kiste aufbereitet, hier komplett geputzt, sauber gemacht, Motor sauber gemacht. Ist, irgendwie jeder hat irgendwas gemacht. Nur ich nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen fehl am Platz in meiner eigenen Bude. Irgendwie, weiß ich auch nicht. So, passt doch alles. Dann kann der wieder rein. Dann kann der Teil nochmal ein bisschen geputzt werden, sauber gemacht werden, Kleinkram gemacht werden. Und dann ist der Schleppwagen endlich wieder voll einsatzbereit. Komm, wir müssen wieder benutzen. Das ist mir ganz gut. Alter, die Sonne hinter mir, furchtbar. Ich sehe nicht, was Phase ist hinter mir. Vom Gefühl läuft auch gleich viel besser. Mal gucken, geht die Leerverhöhung jetzt, wenn ich jetzt neben der Tür anmachen würde? Sitzen geht das nicht, ne? Müsste aussteigen für. Aber es geht, oder? Ich trau, die kann man nicht über den Weg, ne? Das ist ein bisschen scheiße in diesem Zug. So, jetzt kann ich arbeiten. Und wenn ich fertig bin, rein damit. Ja, gegurkt. Aber einfach nur, wenn man da keine Teile für kriegt. Ich muss das hier noch basteln jetzt eben hier. Guck mal, das Spiel für eine Handbremse ist so groß, dass es hier diesen Knopf ich reindrückt. Und das ist mit der hier Handbremswarnklaus. Deswegen noch eine große Zange nehmen, zusammendrücken hier, und dann ist da auch wieder eine Bahn drin. Das mache ich jetzt noch. Aber egal. Das war die Baustelle für heute, weil ich muss noch ein bisschen kleinen Mini-Kram machen für den Autohandel. Das war's aber. Ein bisschen Schleppwagen läuft wieder. Im nächsten Video seht ihr wahrscheinlich, wie es mit dem Volvo ausgeht. Ob er wieder Öldruck hat oder nicht. Aber es ist eine riesengroße Sauarbeit, ne? Es ist halt hardcore viel rumgesaue. Und steckst du halt nicht drin, ne? In diesem Sinne, munter. Dum, 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 dum